So, hallo und herzlich willkommen zu dieser speziellen Folge. Jetzt seit 10 Jahren mache ich das Ganze. Seit 10 Jahren suche ich wirklich richtig gute Arbeitskleidung. Und ich habe ganz lange versucht, wirklich etwas zu finden, mit dem ich zufrieden bin. 100% wird es wahrscheinlich nie geben. Aber jetzt habe ich Klamotten entdeckt, mit denen ich wirklich sehr nah an den 100% dran bin. Ich möchte euch heute mal so ein bisschen die Klamotten von Revolution Race präsentieren. Ich weiß, dass die sehr, sehr viel auf den sozialen Medien geteilt werden und dass es da auch ganz viel Werbung gibt. Das ist keine Werbung. Also klar, ich zeige euch, was das ist und ich präsentiere euch die Sachen. Und ihr habt tatsächlich als kleines Weihnachtspräsent die Möglichkeit, über einen Code von uns ein bisschen günstiger an die Klamotten ranzukommen. Aber es geht hier nicht um Werbung. Ich habe da nichts von. Ich habe die getestet und ich bin wirklich, wirklich unfassbar positiv überrascht. Und jeder, der mich kennt und meine Produkte scannt, weiß, dass ich das wirklich ernst meine. Ich bin sehr kritisch und ehrlich und in diesem Fall positiv daraus gegangen. Die Klamotten von Revolution Race, los geht's. Also, das größte Problem bei meinen Klamotten war bisher immer, dass ich auf der einen Seite etwas sehr Robustes und Stabiles brauche, ne? Weil ich bin ganz Tag draußen mit den Hunden und wenn die dich anspringen und kratzen und machen und tun, dann darf das nicht schnell kaputt gehen. Dazu kommt, dass ich einfach, muss man so sagen, keine Standardmaße habe. Also ich bin kein Model. Ich wiege über 100 Kilo, ich habe einen Bauch, ich habe einen dicken Foot, gehört dazu. Und ich habe, Christine hat schon länger Hosen von denen und hat immer gesagt, die findet die super toll, weil die an gewissen Stellen elastisch sind. Zeige ich euch auch gleich. Und ich habe gesagt, ja, pff, da passe ich im Leben nicht rein. Ich passe da im Leben nicht rein. Und jetzt habe ich mal eine Hose und eine Jacke von Revolution Race und ich habe die angezogen und habe gedacht, hä? Wie geht das denn? Wie können die so eng sein und dann so bequem und so? Ich hatte bisher immer, ich habe dann etwas weitere Hosen genommen, damit die länger halten, damit sie nicht gleich kaputt geht. Aber die sind meistens nach einem Jahr an dem Arsch. Die meisten Hosen reißen bei mir hier im Schrittbereich dann irgendwann ein, weil ich mich halt einfach tausendmal bücke zu den Welpen auf die Knie und dann schubbelt das irgendwo auf, entweder am Arsch, an den Knien oder zwischen den Beinen. Und ich kann jetzt natürlich noch keinen Langzeittest damit machen, ne? Aber die Klamotten von Revolution Race, die ich jetzt anhabe, sind um ein Vielfaches beweglicher, elastischer und trotzdem robuster, gefühlt zumindest, als die Sachen, die ich bisher hatte. Also als allererstes ist mir bei den Klamotten Folgendes wichtig. Es sind ein paar Punkte, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe es eben schon gesagt, sie müssen robust sein, sie müssen mich in der Bewegung nicht einschränken und gemütlich sein. Und das ist schon oft sehr, sehr schwer, robust und gemütlich. Und drittens, sie müssen mit Wasser gut klarkommen. Weil schaut, es ist schon wieder ein matschiger, nasser, feuchter Dezembertag. Und das sind fast alle Tage draußen. Also die Tage, an denen ich strahlenden Sonnenschein habe, in der Hundeschule der Huta, die sind deutlich seltener als die Tage, an denen das Wetter so ist, wie es jetzt ist. Und dafür brauche ich Klamotten. So, was ich jetzt gerade anhabe, ist eine Regenjacke, die ich euch gleich präsentieren will, und eine Zip-Off-Hose. Das heißt, eine Hose, die ist jetzt keine pure Winterhose, aber eine Hose, mit der ich tatsächlich im Frühjahr oder Sommer auch noch weiterhin arbeiten kann, weil ich den unteren Teil abmachen kann. Also ich kann eine kurze Hose draus machen und eine lange Hose. So. Und Gaia dreht gerade so ein bisschen durch. Und als ich Christines Hosen immer gesehen habe, habe ich gedacht, wie gesagt, passe ich nicht rein. Aber ich habe sie dann bekommen, die Sachen. Habe sie anprobiert und war sehr, sehr überrascht. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich schnapp mir mal einen Baum, wo wir mal hier euch aufbauen können, damit ich euch das mal ein bisschen näher präsentieren kann. Damit ihr es auch mal in voller Pracht seht. Im Übrigen haben die, und das hat mich auch sehr, sehr positiv überrascht, oder finde ich zumindest positiv, haben die bei Revolution Race richtig geile Farben. Ich hätte die Jacke gerne in einer anderen Farbe gehabt, gab es aber nicht in meiner Größe. Ne? Deshalb habe ich die jetzt in diesem Seeblau genommen und das ist eine richtig, richtig geile Farbe. Weil meistens sind die dann immer
entweder sind sie so sehr knallig und einheitlich oder sind einfach stumpf schwarz oder grau. Und jetzt haben wir einfach mal ein bisschen bunt, ein bisschen Farbe und das gefällt mir sehr, sehr gut. Zusammen mit der richtig guten Verarbeitung. So, da vorne haben wir einen Baumstamm. Ich habe jetzt einen Pulli mit Kapuze drunter, aber das ist egal. Das ist eine Regenjacke. Den Namen blende ich euch ein. Das ist eine richtige Regenjacke, also mit gummierten Reißverschlüssen überall, sodass da kein Wasser reinkommt. Mit einer richtig stabilen Kapuze, ja, Windbreaker und Regenjacke. Ein cooles Feature. Habe ich bisher noch bei keiner Regenjacke gehabt. Es ist so einfach, aber so geil. Wenn mir das zu eng ist und es regnet und ich will aber trotzdem ein bisschen Spielraum haben, habe vielleicht einen dicken Schal drunter im Winter. Guck mal hier. Mache ich das hier auf, ist einfach viel weiter, kann ich einen richtig fetten Schal drunter ziehen. Richtig geil. Und das ist diese Rekko-Technik. Ja, hier oben ist so ein Sender drin. Falls ihr verschüttet werdet, in Anführungsstrichen, werdet ihr besser wiedergefunden. Aber richtig, richtig Qualität, hört sich gut an, ist komplett wasserdicht, wirklich auch gegen starken Regen, total geile Jacke. Und jetzt schaut euch das mal an, ich mach mal wieder die Kapuze weg, dann hört man mich besser. Schaut euch das mal an, ich habe wirklich Bauch, ne? Aber ich habe hier Bewegungsspielraum ohne Ende, hier passen sogar noch die Hände rein. Und unten sitzt sie schön, obwohl ich einen dicken Pop habe, hier unten sitzt sie schön eng an, in Anführungsstrichen, ohne zu eng zu sein, sodass auch kein Wind unten drunter kommt, dass kein Regen unter drunter kommt. Also die passt einfach nur gut. Das ist eine richtig, richtig gut sitzende Jacke, auch für Leute, die jetzt nicht Gardemaß haben. Das finde ich, ich war total überrascht. Dazu gibt es noch ganz viele kleine versteckte Taschen, wo ihr euren Schlüssel reintun könnt. Ja, ihr habt hier Lüftungsschlitze unter den Armen. Ja, wenn es jetzt, ihr seid zum Beispiel am Strand unterwegs, es ist nass, es ist windig, aber ihr braucht ein bisschen Luft, könnt ihr hier Luft reinlassen. Also qualitativ ist das die beste Regenjacke, die ich bisher hatte. Ehrlich. Ich meine, ich habe so richtig teure Regenjacken für einen Skiurlaub und so, ne? Aber da reden wir von Preisen, die haben mir nicht gut gepasst. Die waren dann hier unten in Ordnung, dafür waren die Ärmel 3 Meter zu lang. Hier, das ist perfekt, guck mal. Wenn ich das ausstrecke, kommt so ein bisschen mein Pulli raus. Ansonsten ist das immer in der richtigen Länge. Ich kann die verstellen in allen Varianten. Mega, mega geile Jacke. Und wirklich robust ohne Ende. Der ein oder andere kennt vielleicht diese Regenjacken, die so richtig gummiert sind. Da kommt dann wirklich gar nichts rein. Kommt aber auch keine Luft raus. Diese Jacke, ich habe sie jetzt eine Woche an, ist atmungsaktiv. Ich habe hier noch nicht drin geschwitzt. Gut, das ist auch nicht Sommer, aber im Sommer würde ich sie auch nicht anziehen. Aber guckt euch das mal an. Das ist richtig stabil. Da kann ich dran rumkratzen. Die Hunde in der Hut haben mich angesprungen und ich habe hier nichts dran. Es ist einfach eine schweinegeile Jacke, muss man echt so sagen. So, jetzt kommen wir zu der Hose. Ihr seht die hier. Ich versuche sie mal ins Bild zu holen. Ich habe jetzt hier eine grau-schwarze Hose geholt. Das ist eine Zip-Off-Hose. Hier sieht man das sehr gut. Ich kann die hier abmachen, kann den unteren Teil wegmachen. Habe eine kurze Hose. Das ist jetzt keine reine Regenhose. Das ist eher so eine Outdoor-Hose. Das Geile daran ist, dass die an den Stellen, wo es wichtig ist, wie zum Beispiel hier am Schritt oder hier am Knie, einfach mal vollkommen elastisches Material hat. Guck mal hier, das kann ich richtig auseinanderziehen. Das hier oben ist starr, da passiert nichts. Das hier ist elastisch. Das heißt, an den Punkten, wo Bewegung drin sein muss, guck mal hier, an den Punkten, wo Bewegung drin sein muss, ist auch Bewegung drin. Und das macht die Hose so geil, weil die meisten meiner Hosen, egal wie outdoor-tauglich und robust die sein sollten und egal wo ich sie hergeholt habe, hatten das gleiche Problem. Sie sind mir im Schritt kaputt gegangen, weil da auf Dauer einfach Zug auf der Naht ist. Und jetzt hier, ich filme jetzt mal in meinen Schritt, müsst ihr mir verzeihen. So, und jetzt hier, ich sitze ganz oft in der Welpenstunde so da, huch. Ganz oft in der Welpenstunde setze ich mich so hin oder muss runter zu den Welpen oder muss was aufheben. Ich gehe mal hoch, runter, ja, mach dieses, muss wirklich das hier machen. Das ist alles elastisch hier. Hier ist komplett Gummi. Ich kann da immer noch dran ziehen. Seht ihr das? So. Und nicht nur das, die Nähte hier sind dreifach, wenn nicht sogar sechsfach oder vierfach genäht. Hier, das ist richtig stabil. Und in den Bereichen, wo es bei mir immer aufgegangen ist, hier ist es elastisch. Das ist robust, aber hier ist es immer elastisch. Total geil. Ehrlich, ich bin total perplex. Also, ich habe das tatsächlich nicht geglaubt. Christines Hose hat sich sehr gut angefasst. Diese Hose hat noch viel mehr Features. Zum Beispiel, zeige ich euch gleich eine Nahaufnahme, der
Gummibund unten. Ich habe immer Hosen gekauft, die breit sind unten, damit ich genug Bewegungsspielraum habe. Diese Hose ist, der komplette Beinteil ist breit und Bewegungsspielraum und unten ist ein richtig geiler, stabiler, straffer Gummibund, der passgenau an meinen Stiefeln hängt. Und ich habe noch so einen kleinen Haken, zeige ich euch, den kann ich quasi in die Stiefel oder in die Schnürsenkel einhaken, sodass die Hose mir, wenn ich wirklich viel unterwegs bin und kraxel und kletter über die Berge beim Wandern, nicht hochrutscht. Ich kann die verstellen in verschiedenen Varianten. Das klingt total blöd jetzt. Und vielleicht habt ihr das Gefühl, dass es wirklich bezahlte Werbung ist. Oder dass ich das nur so sage. Das ist wirklich nicht so. Ihr kennt meine Tests. Die haben sich richtig was dabei gedacht. Das ist ein geiles Produkt. Das ist eine geile Hose. Und ich teste jetzt nur diese beiden. Aber das Jahr ist nicht rum und ich kaufe mir auf jeden Fall noch mehr. Wenn ihr wirklich auch mal testen wollt, wenn ihr euch die Sachen mal angucken wollt, könnt ihr unseren Gutscheincode verwenden und könnt ein paar Euro sparen beim Kauf von Revolution Race Klamotten. Ihr findet den Code unten in der Beschreibung. Ich bin wirklich, wirklich sehr positiv überrascht. Und glaubt mir, ich habe viel, wirklich viel probiert. Von Outdoor-Brands bis hin zu Workwear, bis hin zu Großfirmen, die sich auf die Fahne schreiben, ultra-taffe. Die sind alle kaputt gegangen, die Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in einem Jahr oder zwei kaputt geht. Aber es macht jetzt schon einen deutlich besseren Eindruck. Und hätte ich das gewusst, hätte ich lieber 10 Euro mehr für diese Hose bezahlt, als für die anderen, die mir alle nach einem Jahr kaputt gegangen sind. Weil die sind jetzt alle wieder in der Tonne gelandet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal mitteilt, ob ihr Revolution Race schon kennt. Postet das doch unten. Wenn ihr selbst was bestellt über unseren Link oder mit unserem Link, dann könnt ihr auch das uns natürlich mitteilen. Ich würde mich sehr freuen, ein bisschen Feedback zu bekommen. Vielleicht kennt ihr die Klamotten auch. Vielleicht könnt ihr anderen mit eurer Meinung in den Kommentaren noch helfen, in die richtige Richtung zu gehen und sich das Ganze mal anzugucken. Ich kann es euch wirklich nur sagen, es ist nicht nur ein Instagram Klamottenhype, nee, das sind geile Klamotten. Ich liebe diese Regenjacke. Und als nächstes bestelle ich mir eine Winterjacke und noch 5 von diesen Hosen. Und darunter dann ein vernünftiges Longsleeve oder so. Und dann bist du für den Winter richtig, richtig gut ausgerüstet. Egal, Wind, Regen, Matsch, Kälte, kann kommen. Ich bin soweit. So, das war's für heute, für die Folge. Ich hoffe, das ist ein schönes, kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Und ich bin mir sehr sicher, wenn ihr euch die Klamotten anschaut, werdet ihr nicht enttäuscht sein. Das war's für mich heute. Wir sind raus. Komm, alter.